Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute, bei meinen Spielerchen hier. Wir haben es gerade Tribut gehabt. Es ist 18 Uhr frisch. Liebe Leute, frisch. Und mir fehlen noch die Scheinwerfer hier. Achtung. Wie? Zwar nicht viel Licht, aber ausreichend. Ich habe die auf Minimum. 3% Lichtstärke, Leute, da ihr seht selbst. War da in dem anderen Video irgendwie Fluktuation teilweise drin, so Grafikaussetzer oder manchmal hinkt das so oder sowas? Das kann sein, ja. Dass irgendwas denn, also sowas sind normalerweise irgendwie Fehler, wenn irgendwas nicht stimmt, treibermäßig oder Auslastungsfehler oder irgendwie so ein Scheiß, ne? Also wenn der Rechner im Hintergrund irgendwas machen muss, obwohl du gerade im Rendervorgang bist oder irgendwie sowas. Irgend so eine Auslastungssache, glaube ich, ist das, ne? Also wenn das nicht dauerhaft vorkommt, diese Fehler oder sowas, und das Video danach nicht kaputt ist, sondern das ganz normal funktioniert, dann ist das ja auch in Ordnung. Dann kann man diese komischen Grafikfehler dann so übersehen. Ansonsten denke ich mal, wird sich das legen mit der Zeit wieder. Weil ich habe das System eigentlich so nicht verändert. Ich habe halt Nvidia neue Grafiktreiber gekriegt und so und sonst eigentlich nicht viel hier rumgespielt oder sowas. Weil wenn das System läuft, das kennt man aus Linux vielleicht noch. Never touching a running system oder sowas. Und da halte ich mich auch dran. Ne? Ich bastel so lange, bis wirklich alles funktioniert, ich zufrieden bin. Und dann lasst die Finger davon. Und ihr seht selbst, wir sind beim Salzbergwerk. Oder wie heißt sowas? Salzlakenbergwerk, Leute. Wir durchleben im Moment heftige Zeiten, nicht nur in Riel, sondern auch Emotionalitäten hier bei uns bei Scoom. Das ist aber normal. Das sind wir schon gewohnt. Bloß wir sind auch verpflichtet, dann eben halt zu moderieren, ne? Und das heißt, wenn da irgendwie so falsche oder böswillige oder was auch immer für Unwahrheiten da verbreitet werden oder was halt einfach wo nichts dran ist, dann muss man eben von unserer Seite da auch eben kurz so aufzeigen, dass das halt so nicht geht, weil irgendwo ist dann auch so eine Linie, das sollte man dann halt nicht übertreiben, ne? Mit irgendwie immer Unsinn erzählen, was ist ja Rufschädigung und Verleumdung und wie das alles so heißt, wenn man da die ganze Zeit irgendwie immer schlecht gemacht wird im Hintergrund und sowas, muss ja nicht sein. Also lasst es bleiben, Leute. Kritik gerne und sowas, ne? Aber wenn man die ganze Zeit irgendwie sowas erzählt da und dabei auch noch fest der Meinung ist dann, dass ich im Livestream da irgendwas gesagt habe mit irgendwas mit von früher und sowas da, das ist Blödsinn. Das stimmt so nicht und das ist Quatsch. Na, und wie gesagt, die Leute, es gibt immer so viele Missverständnisse und ich bin hier der Letzte, der da irgendwie dann voll sauer den Leuten den Kopf abreißt, ne? Wenn man dann sagt, ja, okay, ich hatte einen schlechten Tag oder das war Quatschkram, ich war einfach nur sauer auf dich oder was weiß ich was. Dann wäre die Sache auch für mich gegessen, weil ich bin auch nicht so einer, der einen hintenrum anscheißt. Wer mag denn Leute, die einen hintenrum anscheißen? Sag mal ehrlich. Also die solche Leute mag keiner. Wenn die nicht den Schneid genug haben, zu einem selbst eben zu kommen und die Sache zu klären. Und meistens, wie werden sie dann nämlich gewahrt, dass da gar nichts dran ist, ne? Nur diese Erfahrung haben vielleicht viele oder einige noch nicht gemacht und dann kommt halt, dann artet das mal alles aus. Ja. Also ihr müsst das für euch selber entscheiden, wenn ihr dann da mitziehen wollt, wenn da Leute hier irgendwie. Also es ist ja so, ne, dass die Leute dann halt wahrscheinlich gehen unter einer Sache, was einfach nicht stimmt halt, ne? Und das müsst ihr selber dann überlegen, ob das für euch richtig ist. Macht ihr das oder nicht? Ich werde euch nicht aufhalten, Leute. Ich lasse jeden gehen. Ich werde euch hier nicht irgendwie zurückbetteln. Ich will nur für mich halt klarstellen, dass es so nicht geht, ne? Man kann uns Admins da nicht irgendwie was unterstellen, was ja gar nicht stimmt und sowas, ne? Wir haben es ja auch alles schriftlich und so. Das ist ja Blödsinn. Und ich bin auch lange genug im Geschäft drin, Leute. Und kenne mich da ein bisschen aus. Ich weiß, was man so erzählen kann und was nicht, ne? Also, nun ist man dann halt enttäuscht für die Leute, die dann auch sich wegziehen lassen, sage ich mal, ne? Selbst wenn die freiwillig halt gehen und eben nicht direkt abgeworben sind, ist trotzdem halt Mittelfinger zu uns gezeigt, weißt du, wie ich meine? Deswegen wollen wir hier auf jeden Fall neues System jetzt aufziehen und das eignet sich gerade die Zeit jetzt hier, ne? Wenn einige irgendwie maulig sind oder sowas, ist deren Problem, ist nicht unser Problem. Wir machen unser Programm hier weiter. Unser Server ist genial, ihr wisst es selbst. Und wer das nicht glaubt, der soll gerne weggehen und dann soll er woanders spielen und dann wird er nach der Zeit merken, so schlecht war das ja doch nicht bei Onkel LP. Und dann kommt ihr zurück, ihr Krebs, und dann seid ihr wieder herzlich willkommen, weil ich bin nicht irgendwie nachtragend oder irgendwie sowas. Für mich ist das ein Furz. Ich ärgere mich vielleicht einen Abend, einen Tag höchstens und dann ist es für mich gegessen. Nur wenn ich das nicht sehe, dass überhaupt keine Einsicht da ist oder sowas, ne, dann geht das natürlich nicht. Dann bleiben die Leute natürlich gebannt. Der Rest ist wieder freigeschaltet, 24-Stunden-Bann. Ja, ist halt mal so. Manchmal muss man da
wie gesagt, mal ein bisschen aufräumen. Wir sind dazu verpflichtet und wir tun nach bestem Wissen und Gewissen alle Leute rausprügeln, die da irgendwie Scheiße schreiben oder wie auch immer, ne? Und da könnt ihr den Streamer auch nichts vorwerfen, dass ihr dann da irgendwie emotional wild geworden seid, weil ich kann auf meinen Kanälen reden, was ich will. Und da sollte man mir auch nicht irgendwie vorschreiben, was ich da zu tun und zu lassen habe. Und im Übrigen könnt ihr das bei allen anderen Creatern auch nicht machen. Es gibt zig Kanäle, wo man sich aufregt und so. Wenn das nicht euer Thema ist, dann könnt ihr entweder drüber hören oder wegschalten oder was auch immer. Aber einfach so dieses Drohen da immer, ne? Oder wenn man das und das nicht tut, dann gehen gleich 20 Leute oder mein ganzer Clan oder was weiß ich was. Ja, auf sowas habe ich immer keinen Bock. Na, wisst ihr, wie ich meine? Und dann ist gut. Also für mich ist das alles schon wieder auf Schnee von gestern. Mich interessiert das gar nicht mehr. Ich bin bloß halt entsetzt und traurig, dass die Leute halt so sind, ne? Das ist das Problem. Sie haben bis heute nicht verstanden, dass weder ich noch meine Admins irgendwas für können. Und wenn dann die anderen Leute alle mitziehen, ja, komm, wir gehen auch und sowas, dann ist das deren Problem. Was soll ich da? Ich bettel da nicht hinterher. Deswegen sage ich auch keinen Namen oder sowas. Nur, was ich ansprechen wollte ist, und deswegen sind wir hier beim Salzbergwerk, damit wir hier unsere Ruhe haben, Leute, und ich das mal eben kurz durchkauen kann, ist halt, dass hier doch eine schöne Gegend eigentlich ist, ne? Wir haben auch gutes Wetter, guck mal an. Und wenn wir das hier trinken. So, dann breche ich gleich mal ab. Das schmeckt irgendwie komisch. Ja, dann müsste natürlich hoher Salzgehalt sein. Wir können mal eben kurz analysieren, was er da jetzt getrunken hat. Und da steht es auch schon, Salzwasser. Bäh, ich spuck da das natürlich theoretisch aus. Dann können wir hier machen. Aber wir haben noch nicht genug davon getrunken, also nur eine kleine Mundspülung genommen. Das desinfiziert ja sogar noch, also ist alles gut. Ja, aber mein Typ hat da unten irgendwie Durst gekriegt, ne? Und deswegen muss man da eben vernünftige Symptome machen. Sollte man aber nicht hier aus dem Becken trinken. Hier sind die ganzen Wasserkanäle. Und hier ist das verdunstete, übrig gebleibselte. Nein, du sollst nicht trinken. Oh, sag mal, ey, das ist alles so. Ist dann macht er hier schon. Voll die Körner kommen da raus. Was hat er denn gegessen, ey? Hafer oder was? Ich wollte eigentlich den Hümpel öffnen. Na, ich dachte, da steht öffnen, aber ich hatte zu schnell gedrückt. Das ist bestimmt euch auch schon passiert, oder? Mal ehrlich. Ja, weil wenn du da so einen Hümpel siehst und dann, ne, öffnest du das da und dann ist es aber trinken. Und du hast aber schon gedrückt halt, ne? Also. Wir haben lange, lange 06 gespielt, liebe Leute, und wir brauchen hier frische Wert. Ich habe das in den letzten Videos schon so angesagt, ne, was sich so alles so mir im Kopf vorschwebt. Und ich diskutiere da mit Cracky und so und den Admins ja auch sowieso generell immer. Was die vielleicht für Wünsche haben oder sowas. Ne? Ich bin ja der Letzte, der das nicht annehmen würde. Und das ist auch bei Zuschauern so im Grunde genommen. Ich nehme eure Sachen auch für voll. Und dann, wenn das eine gute Idee ist, meiner Meinung nach, dann werden wir das auf jeden Fall einbauen, wenn ihr dann da Vorschläge bringt. In der Regel kommen aber nicht so viele Vorschläge. Was ich aber nicht will, das ist mich zwingen, Alter. Da müsst ihr nochmal verstehen. Ne? Ich sag nie was gegen die Leute, die irgendwas sagen. Na, Ratschläge ist schön gut. Na, wenn ich euch um Ratschläge bitte, dann auch. Na, und nicht so, wie die das letzte Mal hingedreht haben. Ich habe um Geld gebeten, weil ich den Server bezahlen musste, Leute. Ich habe dann nochmal einen Aufruf gemacht. Ist halt so, muss ich alle 3 Monate machen. Gewöhnt euch dran. Das wird sich auch nicht ändern, weil ich habe auch immer jeden Monat wieder Rechnung. Und wir spielen ja alle hier, ne? Ich spiele nicht nur hier alleine, sondern wir sind doch alle hier, oder? So. Damit der Laden läuft, brauche ich halt dummerweise auch Geld. Deshalb, so ist das Leben. Deswegen mache ich alle 3 Monate wahrscheinlich einen Aufruf. Also, ne? Und dann will ich keine Ratschläge oder irgendwie sowas hören in dem Moment. Dann hilft nur Kohle, Junge. Da hilft nur Kohle. Batzen Papier, das auf dem Tisch brett, das Junge. Wenn ihr Mitglieder seid oder und Subs nebenbei und sowas, gar nichts, dann fühlt euch halt nicht angesprochen. Habt ihr alles Bestmögliche getan. Aber ich habe halt nicht viele Mitglieder und ich habe auch nicht viele Subs oder wie auch immer. Und deswegen muss ich auch immer wieder sagen, ja, her mit der Kröte. Na, und dann geht's halt um Geld. Da geht's nicht um irgendwelche Ratschläge. Und da waren seitenweise irgendwelche Vorschläge. Und ich denke, Leute, Alter, ich brauche nur Geld. Ich brauche dieses Gesabbel jetzt nicht. Versteht ihr? So. Das Geld ist vorbei, ist Geschichte. Wir haben den Server jetzt verlängert, wir haben bezahlt. Einige haben Donation rausgehauen, deswegen läuft der Laden noch. Bedanken an den Leuten könnt ihr euch leider nicht, weil ich darf die nicht sagen, weil das sind das, alles Leute, ne, die wollen, die unterstützen uns im Hintergrund. Ne, die haben wahrscheinlich Angst vor den Leuten, die hier ständig irgendwie für Aufruhe sorgen. Wie kannst du denen unterstützen, den Huren so? Und ich stelle mir das denn halt immer so vor, dass die sich dann so einschüchtern lassen und dann, weil was willst du denn da sagen? Ne? Da lässt halt einer voll über jemanden zum Beispiel, also so stelle ich mir das jetzt vor, ne? Und du weißt von dir, dass du eigentlich ein Supporter, ein Unterstützer bist, ne? Ja, aber muss man sich denn dafür schämen? Nee, ist doch Quatschkram, Alter. Das ist doch geil hier, Mann. Geil Twitch, geil YouTube, geile Videos, geiler Server. Wir haben alles hier. Ich bin der Erfinder des Tresors, Alter. Ich bin der Erfinder des Fairplays.
Was wollt ihr denn? Ich habe euch eine App rausgepresst hier aus meinen nicht. Also ich habe Basic damals programmiert und nicht die heutige Sprache und so, deswegen brauche ich da Leute, die das können. Und trotzdem habe ich es irgendwie hingekriegt, irgendwie eine App zu haben, ne? Und das ist doch was. Eine Webseite habe ich aufgezogen. Ich bin kein Webmaster, Alter. Ich habe alles selber irgendwie versucht hinzukriegen, Leute. Und deswegen möchte ich euch auch den Mut geben. Wenn ihr irgendwas wirklich wollt, dann setzt euch hin und überlegt immer. Es ist einfach ganz einfach. Überlegt einfach, wie kriege ich das? Wie schaffe ich das? Und nicht immer denken, das schaffe ich nicht, weil. Nee, ich will nicht hören, ich schaffe das nicht, weil. Ich will hören, ich schaffe das, wenn ich dies und dies mache oder wie auch immer. Das ist der Trick. Warte, ich bin auf die Maus gekommen. Okay, jetzt ist das schneller hier, ne? Also wir nutzen die Flaute jetzt, weil 0.7 kommt ja irgendwann. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen Vorwarnung irgendwie kriege dann von den Entwicklern, dass ich noch rechtzeitig irgendwie agieren kann. Ansonsten, wenn sowieso hier alles am Arsch ist und kaum noch einer spielt und Bock hat im Moment, wenn ich ja jetzt so hingucke auf die Playerzahl, um die 10 Spieler haben wir jetzt. 18.18 Uhr haben wir es gerade. Zeit für frischen Wind, würde ich dann sagen. Ne? Ihr habt das schon in den letzten Videos so gehört, was ich so alles vorhabe. Und das bedeutet, wir werden die Welt kaputt machen. Wir werden wahrscheinlich alles zerstören. Wahrscheinlich einen Vibe vorher machen. Kann aber auch ohne Vibe sein, aber damit ihr den Bescheid wisst. Ne? Wer ist da? Laser. 1050, zweistellig. Lazy, du bist im Video. Und genau darüber habe ich auch gerade gesprochen. Wir sind Gedankenkontrolle ist das hier, oder wie das heißt. Gedankenübertragung, ne? Wir werden die Welt auf jeden Fall kleiner machen. Das ist ja nicht immer so. Ne? Das ist immer, bevor ein Versionswechsel kommt, ne? Von 6 auf 7 ist ein Versionswechsel. Da mache ich grundsätzlich immer ein Vibe, auch wenn die Entwickler sagen, das ist nicht nötig. Ich mache es aber. Ich möchte das so. Ich möchte die Welt einmal komplett platt machen. Und dann machen wir die Servereinstellung, passen wir dann auf die entsprechende Version halt dementsprechend an. Da kommen ja auch meist auch mal noch zig neue Einstellungen zu, die müssen wir dann erst testen. Also die erste Woche ist meist immer so ein bisschen heikel. Da kann das sein, dass sogar noch mal zweimal gewiped wird. Das haben wir auch schon, ne? Das ist aber normal. Das ging aber auch immer gut, ne? Aber weil wir müssen dann diese neuen Einstellungen, diese Fehler und so, die sehen wir dann am Anfang in der ersten Woche so. Ab der zweiten Woche läuft es dann schon stabiler hier, der ganze Serverkram und sowas. Also es kann passieren, dass man sogar zweimal vipen muss. Weil irgendeine Einstellung nicht hinhaut. Aber vor dem Vipe, vor dem eigentlichen Versionswechsel, wollen wir hier nochmal so eine Art Test-Server dann immer draus machen aus unserem offiziellen Server. Das machen wir deswegen, weil zum Ende einer Versionsnummer, und das ist ja jetzt 0.6, die läuft langsam aus, langweilig, wir kennen das alle, ne? Ihr Stammspieler sowieso. Dann lassen wir nochmal die Sau raus. Das war bei jeder anderen Version auch immer so. So, und jetzt kam als letztes hinzu, dass wir die Karte verkleinern können. Ja, und das wollen wir dann deswegen jetzt auch nochmal testen, ne? Also, dass ihr nur noch hier in der Mitte irgendwie spielen könnt, ja. Das heißt, wir haben wenig Spieler und die kommen dann da alle mit, in der Mitte. Wir bringen ein Starterpaket raus. Jeder Spieler, der sich einloggt, ne, und das haben möchte, kriegt dann so ein Anfangspaket. Das ist meistens komplett Set. Also Klamotten hast du denn, einen kleinen Rucksack und Schrotflinte mit Munition für deine Schrotflinte und sowas alles, so diese Starterpakete halt, dass du eben gleich loslegen kannst, theoretisch, ne? Wer das nicht möchte, brauchst du ja nicht haben, wir zwingen euch das nicht auf, das ist nur für die Spieler halt, die dann traurig sind, weil sie irgendwie alles verloren haben, ne? Ja, und dann kriegen wir noch ein Motorrad dazu, dann ein Auto, mein Gott, das ist alles kein Problem, Alter. Wir machen ja sowieso bald platt dann, ne? Also offiziell dann komplett. Ab der 0.7 ist es dann aber wieder der normale Modus, und dann machen wir die ganze Karte komplett wieder. Ist logisch, ne? Die ganze Karte ist dann wieder komplett. Hier kann ich auch nicht drücken. Und wir haben den normalen Modus dann wieder, ja? Also wir setzen das, was wir jetzt experimentell machen, dann setzen wir dann natürlich zu der 07er Runde wieder zurück. Da braucht ihr denn keine Angst haben. Und dann spielen wir alle wieder ein Jahr, halbes Jahr, ein Jahr, keine Ahnung, wann die 08 dann kommt. Bis dahin spielen wir dann ganz normal wieder. Und ich hoffe dann auch, guck mal, hier kann man durchsuchen. Geschmack prüfen. Roh. Also da braucht ihr denn keine Angst haben, ne? Weil da hat ja auch einer im Kommentar geschrieben, wir wollen doch aber, man will doch die ganze Karte, nee, die ganze Karte, wenn ich das jetzt mache, dann ändert sich ja nichts. Die ganze Karte gibt es erst ab 0.7 wieder. Ne? Und wir wollen eben, ich möchte hier nicht so sein wie jeder 0815-Server. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Und das ist auch der Grund, warum ich hier
den größten Scum hier Discord habe. Ich habe den größten Server im Grunde genommen. Auch wenn jetzt gerade ein bisschen pleite ist, sage ich mal. Pleite bin ich auch, aber weniger ist halt, ne? Und wir haben ja jetzt gerade, ist ja noch werktags, es ist noch früh, die meisten Leute kommen sowieso immer erst 21, 22 Uhr oder sowas. Das ist normal, es sind ja nicht alle da. Viele müssen arbeiten, Leute. Die Generation meines Alters hier rundherum so, ne? Also 40 plus, 40 minus, das sind alles Leute, die mitten im Leben stehen, die malochen müssen. Ja, die haben auch nicht jeden Tag Zeit, da müsst ihr auch dran denken. Ich habe hier keinen Server, wo Minecrafter sind oder Fortnite-Leute oder sowas. Sondern wir sind alles Leute, die mitten im Leben stehen und da auch natürlich dann Verantwortung tragen und arbeiten müssen halt, ne? Oder halt irgendwas für ihr Leben leben halt, ne? Deswegen bin ich denen auch nicht sauer. Quatsch, komm. Ist ganz normal, Alter. Ich möchte nur nicht, dass dann immer so ein Aufstand gemacht wird, dass wir so schlecht gemacht werden von irgendwelchen Leuten oder was auch immer. Können doch spielen, wo sie wollen. Die meisten machen Pause. Habe ich überhaupt nichts gegen, Alter. Ich kann das voll verstehen. Wenn auch Heiko zum Beispiel bei mir in den Banditen in meinem eigenen Squad und so. Wenn wir da mal hingucken. Kein Schwanz online, Alter. Bin ich den sauer? Nee, warum denn? Wenn die jetzt immer auf einen anderen Server wären, ja, dann wäre ich schon. Nein, dann gibt's Schlag am Hals. Aber ihr wisst, was ich meine. Können doch, theoretisch können sie doch spielen oder sein, wo sie wollen. Und wenn sie Pause machen wollen, andere Spiele, ja, dann ist das halt so. Bei mir geht das nicht so, weil ich möchte hier gerne, wenn es geht, tagtäglich ein Video machen. Wenn ich jetzt aber gezwungen werde, nehmen wir mal an, wir haben so wenig Spieler, ich habe nur noch 2, 3 Spieler oder sowas hier drauf. Oder selbst wenn der Dauerzustand um die 10 Spieler, wie es jetzt halt ist, wenn das Dauerzustand wäre, ist ja noch nicht bei uns, so ist es nicht, um Himmels Willen. Aber gehen wir mal von aus, dann könnt ihr ab dann einer gewissen Linie aber auch keine täglichen Scum-Videos mehr von mir irgendwie da erwarten, sage ich mal. Wem soll ich denn filmen, wenn ihr keinen Arsch esst? Wisst ihr, wie ich meine? Und einer oder mehrere haben sogar geschrieben, ja, das ist ganz normal, alle Server sind wieder flaut und so. Ja, ich weiß das ja. Und weil das ganz normal ist und ich das ja auch kenne, ich habe ja lange Erfahrung genug jetzt hier mit Scum, da will ich ja eben gerade ein bisschen wieder frischen Wind reinbringen durch diese massiven Änderungen. Weil wenn sowieso kein Arsch hier mehr spielt und kein Bock mehr im Moment drauf hat und alle auf 07 warten, ey, das war ja bei der letzten, wie viel Sendezeit habe ich noch? 17 Minuten, okay, ich kann noch ein bisschen quatschen. Das war ja bei der letzten Dings so, wo wir von 05 irgendwie auf 06 kamen oder sowas, ne? Da wurde schon so früh Gerüchte gestreut, dass die 06 rauskam. Da sind dann gleich Leute runtergegangen, oh, ich warte auf die 06. Und dann dauerte das noch ein halbes Jahr oder sowas, bis die 06 wirklich kam, ne? Und die Leute, die fehlen dann aber irgendwo, weißt du, wie ich meine? Weil die Substanz, die geht dann zu früh, so. Und dann denke ich, Leute, hört doch nicht auf diese Propaganda, wartet doch einfach ab, spielt einfach erstmal, weil... versteht ihr, wie ich meine? Und das ist das Problem. Das kann immer passieren, wenn Gerüchte gestreut werden, oh, die 07 kommt ja bald oder die 08 kommt ja bald und dann gehe ich jetzt, mache ich schon mal Pause und sowas, ne? Das zerstört auch, also in Anführungsstrichen, den Server oder alle Server von Scum oder halt die Videos. Ich kann da nichts mehr zeigen. Leute, ihr sollt hier einfach nur spielen bei uns, ne? Solange es geht, aber wenn wirklich die Luft komplett raus ist, dann schnackt mit den... dann müsst ihr entweder lernen, selbst irgendwas hinzukriegen, hat auch einer geschrieben in den Kommentaren. Ja, es gibt immer was zu tun. Das liegt ja an einem selbst, was man daraus macht und so. Das stimmt auch. Man kann sich wirklich selber immer irgendwie was machen. Und wenn es halt trainieren ist, Schlösser knacken, wenn man in diesen Killboxen sich mal reintraut, ne? Was auch immer. Oder versucht, einen Roboter zu killen. Ja, heute machen wir Roboter-Kaputthautag und dann gehen wir zum Flugbahnhof und brettern da jeden einzelnen Roboter einmal im Arsch, ne? Da brauchst du halt ein bisschen viel Munition, aber das funktioniert, die kannst du ja deaktivieren. Ja, eine neue Burg vielleicht bauen oder was weiß ich. Hier Events kann man ja auch spielen, man selber halt, so diese Baller-Events, ne? Das geht ja auch. Und wenn ihr selber gar nicht kreativ seid, keine Ahnung, was mit euch anzufangen, dann fragt andere Spieler halt. Ja, habt ihr Bock heute ein bisschen da und da kloppen in der Stadt des Todes, wollen wir uns da treffen ab 15 Uhr oder sowas? Ja, dann kämpft halt um die Stadt. Oder ihr fragt wirklich die Admins halt, hier, wir hätten mal Bock auf dieses Event, können wir das machen, ne? Sniper-Event, wir können Autorennen fahren, wir können ja alles organisieren. Ihr müsst bloß von euch dann auch sagen, alles ist halt besser, als wenn man einfach sagt, ja, ich mache jetzt aus und spiele jetzt irgendein anderes Spiel, so weiter, ne? Irgendwann ist bei mir dann auch die Luft raus und ich kann dann gar nichts mehr filmen, weißt du, wie ich meine? Dann mache ich nur noch Lava-Videos. Im Moment ist es sowieso Laverei.
Weil der Inhalt ist ja schon so ein bisschen ausgelotzt. Wenn man Scum gar nicht kennt, okay, dann ist das hier neu, Salzbergwerk und so, ist vielleicht noch ein bisschen interessant, aber für die Leute, die hier Stammspieler und für mich selber, ich kenne ja schon alles, Leute. Das ist auch nicht einfach, denn jedes Mal ein Video zu machen, ne? Ja, dann sagt einer, ja, mach doch mal C4-Test und dann geh doch mal in den Killraum, mach da ein Video. Ich habe für alles schon ein Video gemacht. Ich habe das schon alles gemacht, Leute. Ist wirklich so. Müsst ihr einfach reingeben, da oben in die Suche C4 bei mir auf dem Kanal oder so. Ich habe schon Sprengteste gemacht. Ich habe schon so viel gezeigt und so viele Videos. Dass selbst bei mir so ein bisschen die Luft irgendwann dann raus ist. Ich hoffe ja auch innerlich dann immer, oh, hoffentlich kommt da bald mal die neue Version und so. Ne? Trotzdem müssen wir irgendwie weitermachen, weil sonst kann ich ja keine Videos für uns machen. Und von den Klickzahlen her, doch wollt ihr schon noch die Videos sehen. Ne? Ist ja so, ne, oder? So, und das ist halt das Ding. Deswegen, also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann spielt ihr natürlich noch nach wie vor immer. Bestenfalls dann, wenn ich gerade ein Video drehe, zum Beispiel, damit ich euch dann halt auch filmen kann halt, ne? Weil sonst ist das halt schwierig. Wenn ihr alle sagt, ihr macht alle Pause, dann kann ich irgendwann ja gar keine Videos mehr machen. Na? Das ist halt der Hintergrund. Ansonsten, die Leute sind alle wieder gebannt. Ich mache das ja normalerweise auch so von Version 06. Jeder Versionswechsel, ne? Wenn ihr da gebannt worden seid oder sowas, ne? Wenn eine neue Version anfängt, 07, dann lösche ich alle Bans immer raus und dann hat jeder. Weil ich bin da auch kein Arschi oder sowas. Na, jeder hat mal einen schlechten Tag, ich weiß es selber. Ich bin auch nicht perfekt, ich mache auch mal Scheiße. Ist halt so, bloß wenn mir irgendein Scheiß rausrutscht, dann haben wir es halt, dann könnt ihr das immer wieder abspulen, hier so nach dem Motto. Na, also wir sind doch alles nur Menschen irgendwo. Und jeder macht mal Fehler. Und ich finde es halt nur wichtig, dass man dann eben dieses Rückgrat hat und sagt, ich habe Scheiße gebaut. Ne? Und dann bin ich der Letzte, der dann noch da auf eine Wunde Salz reingießt oder den da irgendwie bloßstellen will oder was weiß ich was. Ich sage, dann ist in Ordnung. War scheiße gelaufen und dann ist gut. Und dann banne ich dich und dann, ja. Es passieren immer unheimlich viele Missverständnisse. Das ist einfach so. Und weil ich das weiß, bin ich auch überhaupt nicht mehr so den Leuten so voll böse und sowas. Ne? Das ist halt so. Und zum so Versionswechsel, da nehme ich dann immer alle Bans raus. Das ist ja nichts Neues. Aber bis zum Versionswechsel, das dauert manchmal noch. Ne? Dann, und je nachdem, was man da gemacht hat, in der ersten Linie bannen meine Admins ja auch 24 Stunden erstmal. Ihr kriegt ja nicht sofort einen Permban, ne? Also nur wenn da voll übertrieben wird oder irgendwie sowas, ne, was gar nicht geht, dann ist es natürlich ein Permban. Oder die Leute sind halt uneinsichtig, ne? Das ist denn das Ding. Ich banne ja auch manchmal einen Permban und will damit, dass diese Situation geklärt haben. Und wenn da denn gar nichts mehr kommt oder sowas, oder die sogar sagen, sie sind uneinsichtig, nö, wir bleiben dabei, ja, dann geht das halt nicht. Dann kann ich die nicht entbannen und so weiter und so fort. Und ich kann da auch nicht jeden Spieler hinterher heulen oder wie auch immer. Da hat ja auch einer geschrieben, ja, weil ich gesagt habe, das sind keine Freunde oder sowas. Ja, also ich sehe das schon, dass wir hier so eine Community sind, so eine Art Online-Freunde oder wie auch immer die ihr das nennen wollt. Keine Ahnung. Weil ihr seid ja hier, ihr findet das gut, ihr guckt die Videos, ihr spielt auf dem Server und so weiter. Wir bauen hier, wir machen gemeinsam viel Spaß, wir bauen hier gemeinsam was auf. Dann findet man sich doch in Ordnung oder was? Ihr seid ja nicht hier, weil alles scheiße ist. Und gerade bei Stammspielern und sowas erwarte ich einfach oder hoffe ich, da kann ich doch wohl erwarten, dass man eigentlich gleich so hintenrum mit dem Dolch so nach dem Motto so oder gleich komplett so uneinsichtig ist, wenn irgendwas ist und weggeht. Nö, ich bin jetzt beleidigt, ich bin jetzt weg oder was weiß ich was, ne? Und das macht mich halt ein bisschen traurig. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das ist klar, dass es nicht mein Real-Freund ist. Keiner ist irgendwie im Internet mein Real-Freund. Und ich, deswegen sage ich auch immer, ich übernehme überhaupt keine Verantwortung für irgendwelche Leute, wenn die irgendwas in den Kommentaren schreiben oder bei mir im Livestream schreiben. Das geht ja gar nicht. Kommentare kann ich übersehen, Livestream-Laverei kann ich übersehen. Ich lese doch nicht nur. Wir machen ja nicht nur Just Chatting, Alter. Nicht nur Laverei. Sondern ich spiele ja auch die ganze Zeit. Und wenn ich denn hier am Spielen bin und wenn da Action oder sowas ist, was auch immer, dann fliegen da halt irgendwelche Texte vorbei und da kann man leider nicht für verantwortlich machen. Geht doch gar nicht. Also wisst ihr Bescheid? Ja, ansonsten, mir wachsen die Leute natürlich ans Herz. Ne? Je länger man hierbei ist, die ganzen Irrenhäuser. GF auch, die ganze GF Nilpferd und so weiter. Pibo sowieso, ne? Hab sowieso ein Mischpult. Oh. Es hat kein anderer, hat nur Pibo bei mir hier einen Platz bei meinem Mischpult. Langweilig, ja, das stimmt. Ich komme da gleich hin. Da lege ich deine Bude, Alter. Habe ich noch Munition? Lol. Und das ist, es ist ja schon. Laser sagt langweilig, ne? Ja, und da muss man halt lernen, sich zu beschäftigen. Das ist eben das Ding. Was organisieren, selber was auf die Reihe kriegen, selber für irgendwas sorgen.
Nicht immer die ganze Zeit erwarten, irgendjemand anders bespaßt mich jetzt, irgendjemand anderen macht. Nee, seid doch mal selber. Sorgt ihr doch mal dafür, dass irgendwas ist. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das Spiel an sich ist sonst leer. Da ist ja nichts. Smurf ist wieder da, ohne Scheiß. Minne, ich muss Loot besorgen, oder? Smurf. Guck mal, auch einer, der war schon Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr hier, ne? Smurf. Ja. Und die kommen alle wieder. Und ich habe da auch gar nichts gegen. Und viele sind mit einem anderen Namen wieder hier von früher, ne? Deswegen sage ich es euch nochmal, ich bin nicht nachtragend und nicht persönlich, auf einen sowieso nicht sauber, Alter. Ich kenne euch ja so eigentlich gar nicht, ne? Nur geht eben vernünftig miteinander um. Und spätestens zum Versionswechsel seid ihr dann in der Regel dann halt wieder entbannt. Aber vorher muss da schon was kommen. Einen Entbannungsantrag könnt ihr bei Twitch stellen, wenn wir euch da mal vergessen haben oder wie auch immer. Dann gucke ich mir das nochmal an. Wir haben da die ganzen Chatlogs und sowas. Das wird alles gespeichert. Und dann kann man da drüber reden. Je nachdem muss ich mich dann durchlesen und dann gucken, was hat er denn überhaupt gemacht und so. Ich merke mir das auch nicht, weil das nimmt ja überhand. Du kannst ja nicht jeden merken irgendwann dann. Ne? Das ist wie mit Shisho und den anderen hier. Sayo, Shisho, die beiden drehe ich auch irgendwie durcheinander. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich da auch mal durcheinander. Das darf man mir aber auch nicht übel nehmen, weil es ist manchmal einfach zu viel. Dann zu viele Leute dann da. Ne? Ich bin auch nicht mehr der jüngste Leute. Ihr seht es mir mal selbst. Jo, und so ist das dann hier, ne? Ein emotionales Spiel, gerade wenn man so frisch einloggt und dann erschossen wird und dann kriegt man schon da nur noch Hass zu spüren, ne? Das hatte ich alle auch schon alles erlebt. Also was hier teilweise los ist, ist schon lustig. Und dass so ein langweilig hier nach der Zeit wird, das kann ich, wie gesagt, nachvollziehen und ich kann einen das überhaupt nicht verübeln, wenn man dann mal Pause macht oder sowas. Ne? Bloß schlecht machen und abwerben oder sowas, das eben dann nicht, dann das ist natürlich übertrieben. Da müssen wir uns irgendwie wehren. Auch wenn man Schrott schreibt in den Kommentare oder im Chat oder sowas, im Stream. Wenn wir das denn sehen, wir moderieren das dann weg. Wir löschen das oder bannen dann halt schlimmfalls. Oder Timeouten heißt es auch so schön, das ist auch vorm Bannen, ne? Wird das halt gelöscht, ihr dürft dann nicht 10 Minuten oder so dann nicht reden und dann geht wieder alles, ne? Und damit ihr halt Luft holt und dann mal wieder runterkommt und sowas, ne? Weil YouTuber und Streamer und sowas, die haben nun mal manchmal eher provokante Themen oder was auch immer. Und dann rasten alle aus und sowas, ne? Und dann guckt mal bei den Großen, wie der Chat da so hin und her fliegt, ne? Und dann, da kannst du nicht, du kannst nicht für jeden, der da irgendwie was schreibt, die Verantwortung komplett nehmen. Das ist viel zu viel. Weißt du, wie ich meine? Also, man versucht immer nach bestem Wissen und Gewissen alles rauszufiltern, rauszulöschen und sowas, ne? Aber mehr als das kannst du auch nicht. Du bist ja auch kein Hypermensch, der da so wie ein Computer alles analysieren kann oder sowas, ne? Jo, die Zeit, die rennt schon wieder, Leute. 27 Minuten. Ich habe nichts zu trinken gefunden, Mann. Warte mal, hier muss was drin sein, ne? Ein Vieh noch hier, Alter. Ab. Ja, gleich geballert heute, Mensch. So, Kühlschrank. Thomas Müller, Servus. Guck mal, jetzt haben wir gleich knapp 20 Leute. Ja, die kommen halt nach und nach. Was willst du machen, ne? Aufstehen. Was soll denn hin? Hinsetzen. Sitz! Und auch nicht jeder mag schreiben, nicht jeder mag im Sprachchat sein oder so. Aber wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, wie gesagt, dann spielt, dann denkt euch Events aus, wir organisieren dann alles, ne? Oder greift irgendwie andere Squads an, verabredet euch dann mit anderen Squads irgendwie, ne? Spielt normale In-Game-Events oder halt seid bei uns in Discord aktiv, nicht woanders. Ich hatte das ja auch in diesem anderen Video irgendwie erklärt. Wenn jeder einen eigenen Discord hat, dann kann man nichts aufbauen. Versteht ihr das? Dann kannst du nichts aufbauen. Und ich möchte die zentrale Sammelstelle für das Spiel Scoob sein, deswegen habe ich mich ja komplett drauf fixiert, Alter. Und bei mir beruht ja alles auf dieses Spiel eben, ne? Weil ich da wirklich meine Hoffnung so reingesetzt habe. Und deswegen, ja, das sollte man eigentlich so ein bisschen auch irgendwo anerkennen da draußen, ne? Wie viel man hierfür investiert für so eine Sache. Und dafür, das ist schon sehr riskant. Also unternehmerisch ist das so riskant, was ich mache. Und da fehlt manchmal diese Wertschätzung einfach, ne? Weil du, weißt, wie ich meine? Das demotiviert nur, darum geht's ja, ne? Weil ich hätte das gerne investiert hier. 2000 Euro Mikrofon, 4000 Euro Kamera. Das ganze Studio, was insgesamt 20.000 Euro kostet, das ist ja alles nicht normal. Das macht ja kein normaler Mensch. Das machen Menschen, die da mit Leidenschaft beigehen. Ne? Und dann, weil mir wird ja immer unterstellt, man ist ja Geldgeier und irgendwie sowas. Ne? Ja, Leute. Was soll ich dazu sagen, Alter? Ne?
Weil das, ich höre mich ja nicht selber, das ist ja für euch. Ich sehe mich ja auch quasi irgendwie nicht selber. Das Video ist ja für euch die Qualität. Ich habe das ja für uns oder für euch gekauft. Damit das hier alles, damit wir wachsen, damit ich was aufbaue, was schaffe hier. Ne? Deswegen habe ich auch auf dem Titel stehen, ich mache das hier nur wegen dem Geld, Kapi. Und Kapi heißt Augenzwinker, so, das ist ein Witz. Weil ich bin ja so klein, ich kann ja gar kein Geld kriegen, weil ich so klein bin. Das sollte eigentlich einleuchtend sein, aber selbst dieser Titel stößt bei einigen an. Ne? Die denken, dass die glauben das dann wirklich. Und da denke ich auch, oh Gott, was mache ich bloß falsch hier im Internet? Ihr seht selbst, als YouTuber des Stream hat man es nicht leicht. Aber liebe Leute, wir sind stabil hier im Wandel und deswegen sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder oder abends bei Twitch und dann wie stark.